Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Andere Welt. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Was der zweite Durchlauf ist, entscheiden wir uns fürs Jenseits. Yay, ab ins Jenseits. Was aber nicht ändern will, doch jetzt. Jodie, komm, wach auf! Jodie, wach auf! Jodie, wach auf! Jodie, wach auf! Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir irgendwie im Jenseits jetzt noch so ein paar Dialoge mitbekommen mit der Mutter oder so. Hatte ich auch. Das, ja. Guck mal, wie wenig das CIA-Geld abgelehnt haben. Oha. Und den Tod ja, haben auch das, 18 das muss man auch dazu sagen. Ich denke mal, dass ich das nämlich jetzt nicht mit reingeschnitten habe. Ich habe jetzt einfach mal alles komplett andersrum ausprobiert. Ich habe das CIA-Geld abgelehnt. Ich habe es
ja, das gemacht, was ich eigentlich vorher machen wollte, nämlich die Erklärung abgelehnt, weil ich die nicht hören wollte. Wir wollten Kohl eigentlich heilen. Ich wollte schon heiraten sagen. Heilen. Oh, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Also das, ich weiß nicht warum, da hat man irgendwie keine Zeit zu anscheinend. Dann haben wir Dawkins verärgert. Der hat dann Jodie angegriffen und hat uns angeschossen. Ich denke mal, das werden wir dann auch noch sehen in dieser Rückblende. Einfach nur, weil ich mal auf komplett kalt geschaltet habe. Und ja, die Beta-Sonne wurde deaktiviert. Ich verstehe immer noch nicht, wie 4% es geschafft haben, deaktiviert zu lassen. Keine Ahnung. Und wir haben den Tod gewählt. Achso, ja. Guck mal, wie wenig hier dieses Dawkins da verärgert und dass er Jodie angegriffen hat. Das haben auch nur 25% gemacht. Er hat ja so vorher hat er ja Selbstmord begangen. Das haben wohl dann die 75% gehabt, ne? Ja, ich denke mal, die haben alle argumentiert oder sind irgendwie anders dann auf diesen Dings gekommen. Mal schauen, ob jetzt noch irgendetwas danach kommt, aber naja, da wir tot sind, kann vielleicht höchstens noch ein Abspann von dem Dings sein, hier von dem Ryan oder so. Einfach mal reinschauen. Es gibt eine Welt hier. Ein ganzes Universum aus Wäldern und Seen und Bergen und Flüssen. Sie umgibt uns. Wenn man ganz genau hinhört, hört man sie flüstern. Weder Himmel noch Hölle. Da ist kein Gott oder Teufel. Nur ein Ort, an dem wir weiterhin existieren nach unserem Tod. Meine Seele erforscht ihn unentwegt und doch kenne ich erst einen Bruchteil davon. Ich kann überall und nirgends sein. Ich kann mich auflösen in nichts und plötzlich wieder ganz werden. Ich verbinde meine Seele mit anderen. Oder bin so allein, wie kein menschliches Wesen es je war. All das ist möglich. Allein durch die Kraft meines Willens. Ich schaue auch weiterhin in eure Welt. Ich wache über die, die ich liebe. Ich wünsche mir, dass sie von mir wissen, dass es mir gut geht. Sie wieder in den Armen zu halten, nur einmal noch. Ihnen zu sagen, wie sehr ich sie vermisse. Aber es muss reichen, dass ich in ihrer Nähe bin. Unsichtbar. Verborgen. Nicht mehr als ein Gedanke, der verblasst. Ich weiß, was mal war und was kommen wird. Ich kenne alle Möglichkeiten. Ich sehe die Dunkelheit kommen. Ich muss noch eine Weile hier sein. Ich erfülle meine Aufgabe. Bevor ich gehen kann und sehe, wie es da ist. Im Jenseits. Stundenlang einfach ins Nichts. Sehe die Bilder, die vorbeiziehen. Sie kommen immer und immer wieder. Wie ein Fernseher, der andauernd läuft. Ich weiß nicht, warum ich sie sehe. Aber eins weiß ich genau. Es ist wirklich passiert. Wenn ich allein bin, höre ich auf die Stimme in meinem Kopf. Sie spricht zu mir. Sie sagt, ich muss so viele Dinge wissen. Manchmal schließe ich die Augen und es ist, als ob ich fliege. Ich gehe durch Wände hindurch. Ich sehe schöne Farben um Menschen herum und ich entdecke weit entfernte Länder, ohne je aus dem Zimmer zu gehen.
Die Stimme sagt, ich darf nichts verraten. Aber ich habe Angst. Besonders nachts, so ganz allein mit den Schatten. Ich höre Sachen, die sich umherbewegen. Seltsame Töne. Flüstern in der Dunkelheit. Die Stimme sagt, es ist nichts. Und dass alles in Ordnung ist. Aber sie verrät nicht, was es wirklich ist. Und ich habe Angst zu fragen. Ich habe oft denselben Traum. Alles scheint mir so real. Geräusche, Gerüche, das Licht. Tief drin weiß ich, es ist nicht nur ein Traum. Es ist wie ein Echo. Ein Echo der Dinge, die kommen. Ich muss bereit sein. Ich weiß, die Zeit wird knapp. Nur eine Sache ist absolut sicher. Ich werde nie mehr allein sein. Okay. Next time, I'll kill everyone. My God, I was so afraid I lost you. Ja, ich bin gerade noch so ein bisschen. How much time do we have after we've activated the self-destruct? Also, wo wir das durchgespielt haben, da war es ja so, dass sie zu zweit standen, ne? Und wir nicht wussten, wer jetzt die zweite ist. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber nur da bei diesem Schlachtfeld. Ja, bei dem Schlachtfeld. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass sie eventuell als Seele bei dem Mädchen, also bei der Tochter von dieser einen Obdachlose drin ist. Weil sie stand jetzt auch nicht mehr mit dabei. Es ist alles so ein bisschen... Ja gut, sie kann ja nicht. Sie ist ja nicht mehr physisch. Die ist ja nur eine Seele. Aber so wissen wir zumindest, wer... Das hier meinte ich, genau. Ja, genau. Wissen wir zumindest, wer die zweite dann war. Ja. Das ist schon... Ja. Also ich finde, es hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, den Teil hier zu gucken. Ich meine, die anderen sind bestimmt auch ganz spannend. Aber den fand ich jetzt besonders spannend. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie da nicht direkt was gezeigt haben. Der Aiden, der ist komplett untergegangen irgendwo. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, fand ich auch irgendwie komisch, ja. Ja, weil er war kurz da und hat sich quasi aufgelöst, so wie das aussah. Und ich habe eigentlich gedacht, dass sie ihn dann wieder sieht. Der habe ich auch gedacht, dass... Ja. Aber, naja, anscheinend nicht. Aber so diesen Einblick, ja gut, das ist ja das, was man sich drunter vorstellt, ne? Dieser Limbus der Seelen. Wo sie alle drin sind und per Gedankenkraft sozusagen alles sein können und alles machen können, was sie wollen. Ja. Das ist so, ja, wie bei Bartimeus. Das ist ja das Gleiche letztendlich. Aber ich bin echt gespannt. Ich hoffe, es gibt noch einen zweiten Teil. Da bin ich auch mal gespannt, ob sie da noch was machen. Ja. Das wahrscheinlich auf jeden Fall mega geil. Mit dieser Schlacht irgendwie oder sowas halt irgendwie. Wobei das wiederum fände ich krass. Andererseits, die werden wahrscheinlich dann auch dazwischen was haben, wo man mal durchatmen kann und so, hoffe natürlich. Ich zumindest. Was ich aber sehr geil fand, dass man auch gesehen hat, was eigentlich aus den Obdachlosen jetzt geworden ist. Die scheinen sich ja jetzt irgendwo, ja. Die haben eine WG genommen. Also sind nicht mehr so ganz obdachlos. Oder vielleicht in irgendein Heim oder so, wo die untergekommen sind, weiß man ja nicht. Aber das ist schon cool. Vor allen Dingen, wie man dann auch das Mädchen von der gesehen hat. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ihre Wiedergeburt oder sowas. Naja, das stimmt. Ja. Aber doch, nee, war schon hat cool. Sich auf jeden Fall gelohnt.